und herzlich willkommen. Ihr seht das ja wieder, neue Folge, Odyssey im Auftrag des Königs, Gothicy, ja okay, Gothic, Odyssey, Gothicy. Coole Wortwahl. Nee, Quatsch, eben mal kurz noch was essen, das heißt also frühstücken, wir haben es mal gerade 10:30. Und ich hatte gerade eben noch Handwerker. Und die haben nur ganz kurz was an der Heizung geguckt, weil die ein bisschen spinnt, aber das soll uns jetzt nicht. Was ich esse, Haferflocken mit Milch, ohne Zucker. Ja, das liegt nämlich daran, dass ich gar keinen Zucker, nein, vertrage nicht, ich soll nicht so viel Zucker essen, ihr wisst schon. Da gibt es so eine blöde Krankheit, die nennt sich Diabetes. Ja, ich muss aber nicht spritzen. Ich nehme Tabletten. Das kriege ich so ganz gut in den Griff. Dafür muss man sich auch gut ernähren. Also möglichst zuckerlos. Es sei jetzt noch gesagt, dass ich ein bisschen was ändern werde. Und auch muss. Weil, jetzt muss ich mal gucken. Rechts unten seht ihr mein animiertes Logo. Das habe ich immer beim Schnitt reinkopiert und das verbraucht unheimlich viel Renderzeit, weil da nämlich ein paar Effekte drin sind. Die mache ich jetzt aber hier in OBS Studio mit da rein. Das heißt also, da habe ich einen Chroma Key drin und damit das durchsichtig ist und fertig aus. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber daran könnt ihr nämlich sehen, und das finde ich, ist mir nachhinein erst aufgefallen, daran könnt ihr nämlich sehen, dass ich dann Schnitte mache. Ne? Also wenn das Logo irgendwann mal nicht so ganz so flüssig läuft und auf einmal wieder patsch und dann, ne, wisst ihr, ah, da habe ich geschnitten, weil ich schneide dann grundsätzlich auch immer bei Szenen raus, die, wo ich was esse, nicht unbedingt einen Trank nehme, sondern irgendwie andere gute Geschichten, wie zum Beispiel einen Eintopf. Naja, gut, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist noch verändert? Naja gut, okay, ich werde nicht mit meinem Konterfei jetzt weiterspielen. Ich schalte es nämlich ab und dann geht's auch endlich los. Es geht weiter. Na, jetzt habt ihr rechts unten wahrscheinlich den Ruckler gesehen, also beim Logo, dass das irgendwie wieder anders, dass sich das verzerrt hat oder wie soll ich das sagen. Gut, okay, warum mache ich das? Warum habe ich das gemacht? Eben schon gesagt, weil das nämlich zu viel Renderzeit braucht. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich mache hier ein Let's Play. Das dauert nicht unbedingt immer eine halbe Stunde. Das kann... Oh, was ist denn das hier? Ach, das ist eine Textur. Sieht aus wie Korken, ne? Korkentextur, auch lustig. Was wollte ich sagen? Ach ja, richtig. Das muss nicht unbedingt nur eine halbe Stunde dauern, sondern ich schneide das ja auch raus. Und da hinten sind ein paar, oh, Ripper, Snapper, Blub und Bläh. Und was sind das nicht alles für Teile? Hier kommt's, Beißer und Razor. Aha. Ja, wie soll ich das jetzt wieder mal packen? Boah, genau das ist es. Jetzt kommt nämlich ein Razor an. Mit seinen razorscharfen Rasierklingen. Und malmt mich so richtig hier zu. Das heißt, ich muss nämlich jetzt auch wieder mal stoppen. Weil ich nämlich was gegessen habe. Und das, wie schon gesagt, das ist besser fürs Let's Play oder auch für den Zuschauer, kann ich mir vorstellen, dass ich da nicht, was weiß ich, immer am Knurpsen bin. Jetzt habe ich vergessen zu speichern. Auch hier mache ich immer eine Pause. Also seit OBS ja schon seit längerem diese Pause-Funktion hat. Was ich auch sehr begrüße und auch sehr, sehr gut finde. Braucht halt eben hinterher im Schnitt nicht so viel Korrekturarbeiten, weil ich nämlich immer so einen weichen Übergang meistens mache. Wenn das nicht zu krass ist, dann muss ich den immer machen. Ja, da ist noch ein... Die haben ja all die Dinger hier, diese Beißer da kaputt gebissen. Diese Razor. Na, du, sag mal was. Oh, hä. Gerade eben so hier. So. Ah, da hinten ist noch einer. Oh, weia, weia. Das ist natürlich doof, weil ich da nämlich jetzt ganz wenig Lebensenergie habe.
Kommt er mir denn nach? Er kommt mir nicht nach. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, an dieser Stelle wieder mal was gegessen und gespeichert. Jep. Wo war mal stehen geblieben? Da hinten ist noch ein Razerchen. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn mit einem normalen Pfeil mal anschieße. Ein bisschen. Der ist ja noch ein bisschen beschäftigt mit dem Mampfen da. Ah, das wird nix. Oder? Nee. Das kann ich auch wieder haken. Genau, und dann mache ich wieder mal hier einen Neuanfang. Weil nämlich auch bei kniffligen Situationen, ihr kennt ja, das habt das ja gesehen hier, Trolle, Goblins, halt eben, wo ich ziemlich lange brauche, um irgendwelche Geschichten zu eliminieren. Das klappt nicht immer, das klappt nicht, das kriegt man in einer halben Stunde natürlich nicht hin. Und deswegen mache ich dann auch eben diese Schnitte oder ich überspringe was oder ich mache mal Zeitraffer. Da kann eine Folge schon anderthalb bis zwei Stunden dauern, ne? Für eine halbe Stunde. Und da muss ich dann immer kalkulieren, wie ich das mache. Und erstmal den Razer hier weg. Na. Oh, der hat mich nicht gebissen. Oh, da hinten ist ja noch einer. Weg. So. Okay, ist jetzt. Der ist hinter mir her, Leute. Wie schon gesagt, kann das dauern mit dem Rendern und mit dem Aufnehmen. Okay, jetzt ist er selber beschäftigt. Dann kann ich gut in Virenruhe speichern. Jawohl. Ja, wie schon gesagt, das kann dauern. Dann dauert der Schnitt auch noch. Das heißt, ich gucke mir die ganze Folge wirklich komplett an. Und entscheide dann, wo ich dann schneide. Ob ich was rauslasse. Ob ich etwas wiederholen soll. Ne? Oder noch irgendwie zusätzlich, weil ich was Falsches gesprochen habe, textlich noch verbessere, indem ich halt eben eine Texteinblendung mache. Nicht zu holen. So mache ich dann das. Ja, dann kommt das Rendern noch dazu. Ich habe, glaube ich, naja, genau, dann kommt das Rendern noch dazu. Ich rendere mit einem mit einer freien Software. OpenShot nennt die sich. Und OpenShot, nein, Korrektur. Zack, Shotcut. OpenShot ist auch bekannt, ist auch kostenlos. Ist das hier eine Höhle? Ja, gucken wir mal kurz rein, ob da jemand ist. Ist hier jemand? Hallo. Ach, was ist denn hier los? Na, ist wie so eine Art Gewächshaus, ne? Aber ohne Fenster. Das heißt also, Snapperkraut wächst vorwiegend im Dunkeln? Ja, hätte er sein können, man weiß es nicht. Wie schon gesagt, mit der Software, mit der Open Fryn Software, hier ist was, hier gibt es Sachen, Kohle. Die ist wirklich, wirklich umfangreich auch und die verbessert sich immer wieder. Und die neueste Version, da habe ich, mache ich auch Tutorials für, könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Und die neueste Version, da dauert die Renderzeit viel länger. So, dann habe ich immer mit der alten, mit einer älteren Version dann sozusagen gearbeitet und da bin ich jetzt dieser älteren Version überdrüssig geworden, weil der Vorteil war, das Rendern ging schneller, aber das Bearbeiten dauert lange, also Schnitte und Verschieben und sowas. Ja, und da war ich dann halt eben leid. Da muss ich halt eben ein bisschen so Zeitmanagement machen und mal den Minecrawler mal hier nochmal ein bisschen niedermetzeln. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann packt die Spur mit dem Logo aus dem Bearbeitungsprogramm raus und setzt die gleich hier live rein. Ja, das habe ich dann hiermit auch gemacht und kann dann somit über eine Stunde Renderzeit sparen. Ne? Also das sind, wenn ich jetzt hier mal so gucke, ich glaube, da sind vier oder fünf Spuren, die ich benutze zum Rendern. Beziehungsweise zum Schneiden, der Vorspann, die Bilder, die Musik dazu. Ich will nicht einfach nur, was weiß ich, so knochentrocken anfangen. Es soll auch irgendwie so ein bisschen ein Titel sein, dann der Abspann. Gut, okay, der liegt auf eine gleiche Spur wie dieses hier, was ihr jetzt seht. Wie das Gameplay. Ja, und deswegen habe ich das in den letzten beiden Versionen noch mit der alten Software gemacht und habe gedacht, nee,
wenn ich das hier aufnehme, die dritte Folge jetzt für diese Woche. Nee, das ist ja, Moment, das ist ja hier für Freitag. Dann, oh ja, ist gut. Dann mach's gleich mal so. Ja, das ist halt eben das. Es gibt ja irgendwie einige Leute unter euch, die ganz gerne wissen wollen, mit welcher Software ich arbeite. Wie schon gesagt, das ist ja, habe ich da Tutorials gemacht, jede Menge. Und die Software kommt aus Kalifornien. Aus der Walnut Creek. Und Dan Dennedy, mit dem ich verbunden bin. Also wir arbeiten zusammen. Und ja, und ich mache Verbesserungen auch für die Software. Ah, hier gibt es ja was zu graben. Aber mal gucken, gibt es hier noch was. Mach Verbesserungen, ich mache Vorschläge, die auch ganz gerne angenommen werden und auch hier mit einfließen in das Programm. Jetzt nicht ins Spiel, sondern halt eben in das Filmschnittprogramm. Ja, und dann gibt es auch ein bisschen Preise und Giveaways seitens des Shotcut-Teams. Jo. Aber jetzt genug gelabert und gefachsimpelt. Wir graben mal was aus. Und was kommt dabei heraus? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und was hast du gefunden, Artefakt? Ein kleiner Lederbeutel? Ein mittlerer Little Beutel. Und sonst nichts, kein Artefakt. So ein Mist, den speichere ich mal. Ja. Also, das war hier nur ein paar Lederbeutel, die ich im Off noch öffnen muss. Hätte ich jetzt gleich machen können. Hier war ich ja eben schon drinne. Es ist wieder ein bisschen verwinkelt. Gibt es hier noch was in der Nähe? Nein, keine Pilze. So, da komme ich also her. Und hier geht's weiter. Da steht ein riesiger Stein. Nee, da liegt ein riesiger Stein. Extrakt der Heilung. Richtstab. Ein Richtstab. Und ein großer Lederbeutel. Wer hat denn hier seine Lederbeutel vergessen? Hier. Ach so. Mhm. Gut, was ist hier mit dem Stein? Wieso ist der hier verschlossen? Kann ich nichts machen. Steht auch nichts dran. Der wird bestimmt später irgendwann mal aufgehen. Stein. Oder weggehen. So, jetzt haben wir hier mal die Höhle erkundet. War ich hier schon? Ja, bestimmt. Sup. Ja, es ist, ich weiß, die Folge wird so ein bisschen privat, aber wieso nicht mal ein bisschen auch was Privates erzählen und schnacken? Gucken wir mal. Kommen wir... Ja, aha. Junge. So fehlt mir gleich wieder hier ein goldener Kelch. Der Louis Dränke ein. Der alte Bergsteigerhengst. Bin ich da abgerutscht. Also geht's hier hoch? Hier geht's nicht mehr hoch oder was? Oder sieht das nur so kompliziert aus? Nee, sah kompliziert aus. So, das ist eine gute Sache. Ups. Ja, ich glaube, da komme ich dann doch nicht hoch. Oder? Ich will mich da nicht so lange aufhalten. Nennt man das Steinchen ist höher. Nein! Okay. Probieren wir es nochmal. Hier soll wohl nicht. Doch, es geht. So, ist hier was versteckt? Ein Artefakt? Nein, auch nicht. Jetzt bin ich auch ganz schön hoch hinaus. Okay. Nachher mit. Super. Okay, das ging ganz gut. Hier an der Stelle kommen wir wieder. Ist da was? Nein. Und Laps. Lapskaus. Nee. Ja, gebratene Fleiß. Gut, dann haben wir schon mal hier diese. Das ist eine Mine, ist das bestimmt, ne? Und die wird irgendwann mal freigelegt werden. Ist hier was? Ist hier was? Irgendwo was versteckt? Nein. Ja, und das mit der meiner Diabetes, das gebe ich offen zu. Das ist also nicht spaßig. Das sage ich euch gleich. Und wie kommt es dazu? Gut, okay, ich habe sie vererbt bekommen durch meinen Vater. Und er hat nämlich auch im gleichen Jahrgang, also mit 46, so wie ich, auch Diabetes gekriegt. Das hat sich leider vererbt. Ja, ist halt eben. Mellus 2 heißt das. Das ist also Diabetes 2. Das ist nicht die. Das ist halt eben so diese Volkskrankheitsversion.
Ja, da hat mein Arzt dann irgendwann mal gesagt, so, Junge, du hast ja einen sehr hohen Zuckerwert in deinem Blut. Was isst du denn so? Und habe ich gesagt, ja, hauptsächlich Gummibärchen. Ja, Gummibärchen. Also diese von der gewissen Firma, wo der Blonde immer Werbung von gemacht hat. Also der Herr Gottschalk. Früher mal. Ja, und da hat er gesagt, du, pass auf, so geht das nicht weiter. Und da hinten sind noch weitere Viechers, die da heißen Schakal. Jetzt wird's aber hakelig. Schakal. Also Leute, ihr seid klasse. Muss ich ehrlich nochmal sagen. Auch die Zuschauer, die mir Kommentare geben. Aber was hier das Design angeht und überhaupt, das ist irre, das ist der Hammer. Oh, okay, hier haben wir noch ein paar Canyon-Ratten. Okay, wo ist sie denn? Ach, da unten. Versucht, unten an meine Füße zu knabbern. Und da sind die Scharkehlchen. Ja. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, ich muss sofort meine Ernährung umstellen. Das heißt, sehr viel Grünzeug essen. Was ich hier auch im Spiel sehr viel tue, also mal Heilpflanzen und so. Natürlich in der realen Welt natürlich keine Heilpflanzen, aber Salat und halt eben auch ein bisschen Paprika, also was nicht so viel, ne, was das Blut halt eben basischer macht. Und gucken wir mal, haben wir hier eine Anhöhe? Weil ich weiß nicht, wie gefährlich die Schakale sind, ob sie Rudelverhalten hat. Ja, und dann das Erste, was er machen muss, ist halt eben die Ernährung umstellen. Ich mache mal eben eine Speicherung. Ja, so sieht das nämlich aus. Also ich... Oh Gott, die sind auch noch... Okay, da kommt der eine. Und der sieht erstmal die Ratten da. Was will er denn machen? Bist du blind? Dies waren hier die Ratten zum Essen. Was steht da? Fell eines Schakals. Ob das im Inventar auch so bezeichnet wird, weil manchmal ist es ein bisschen verwirrend, ist mir aufgefallen, dass die Bezeichnungen doch ein bisschen unterschiedlich sind, im Gegensatz zum Inventar. So, ich will mal hoffen, dass der Canyon auch für mich. Im Grunde genommen sind ja überhaupt nichts hier, die Schakale. Die kannst du ja. Obwohl, so viele auf einmal möchte ich doch nicht haben. Okay, die haben ein bisschen Rudelverhalten. Oh ja, da klackert's bei mir. Mensch, mir nicht in Popo beißen hier. Ah ja. Moment mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Nicht zu holen. draufklicke. Nee, geht nicht. Ich wollte mich ja noch bedanken Nicht bei, zu plündern. ich weiß nicht, war es Taris Nicht zu oder plündern. Vino Veritas, Nicht zu holen. der mir Da gesagt hat, ist nicht wenn zu ich holen. mit dem Bogen irgendwie noch wen anvisieren sollte, das dann durch die Cursor-Tasten hier möglich ist, durch die Gegner zu steppen. Ich speichere mal. Das werde ich nachher mal ausprobieren. Ach, jetzt habe ich vergessen, was zu trinken. Ja, das Flackern liegt am Renderer. Kein Problem. So, hier seht ihr mal im Inventar, was hier eigentlich los ist. Ah, okay. Und jetzt nochmal speichern. Das nervt natürlich ein bisschen. Also irgendwie ist das irre hier. So ein bisschen Gothic 3 mäßig. Erinnert mich jedenfalls an Gothic 3. Gibt bestimmt noch andere Modifikationen oder Spiele. Auch sowas haben. Ja, es ist sehr spannend hier bei diesen Felsen mit der Kork-Textur. Es ist Kork. Also, ach, schon wieder was zum Graben. Hier ist ja wirklich klasse. Hier kann man graben, graben, graben und sehr viele gute Sachen finden. Okay, dann graben wir uns mal hier durch. Hallo? Warte mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, einen kleinen Lederbeutel. Und sonst nichts. Na, das ist ja schön. Hier verbirgt sich was. Im Gebirge verbirgt sich was, oder?
Also ich will ja jede Spalte durchforsten. Nee. Nischt. Okay, da hinten ist noch ein Rudel Schakale. Kann man hier hoch? Ah, herrlich. Mal richtig leicht hochklettern. So, mal gucken. Da hinten sind nicht nur Schakale, sondern auch, was läuft denn da rum? Flugheuschrecke, Fangheuschrecke, Ork, was? Stammeskrieger? Oh, weia, die kommen auch noch lecker auf mich zu. Oh, weia. Habe ich abgespeichert? Das ist ein bisschen her, ne? Oh, weia. Die sehen aber schlimm aus, die. Ah, shit, hat nicht geklappt. Jo, weiter geht's, doch. Also, da hinten sind die beiden Orkis, die irgendwie lustig aussehen, weil da sind sie. Stammeskrieger. Okay. Vielleicht funktioniert das irgendwie. Okay. So, Stammeskrieger mit interessanter Kriegerbemalung ist jetzt auch im Arsch. Sorry, im Kaputt. Ist, ja. So macht das echt Spaß. Was gibt's hier Besonderes? Essenz. Speichern. Ja, ich befinde mich hier im Canyon. Und schau mal, was hier noch so lustig kommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzigen Stammeskrieger sind. Stammeskrieger. So eine Art Indianer? Orksche Indianer? Man weiß es nicht. Stopp. Ich falle immer auf diese Kork-Textur rein. Die ist immer so... lustig. Und hüpf. Ja, das war knapp. Gut, okay. Blauflieder. Hier gibt es auch jede Menge Pflänzchen. Ich scoute mal lieber, um zu gucken, ist hier Somsing noch in der Nähe? Nein, ist es nicht. Ach, was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Turm da hinten? Der extrem groben Textur da. What is this there? Okay, da kommen wir gleich noch hin. Fangheuschrecken. Ach, die haben ja die Orks gekillt. Ah, sorry, das war wieder zu schnell. Ah, man kann sie nicht den Zuschauern immer recht machen. Da ist wieder was. Da ist doch wieder was. Was ist denn da? Weißer? Ist denn hier noch irgendwelche Orks? Das sieht aus wie ein Orklager. Ach ja, dann nehmen wir mal uns die Beißerchen vor. Oh. Ja, ihr wisst, ich muss immer den Geschwindigkeitsring an- und abtun, und dann geht's erst richtig, genau. So, der hat mich schon... Jawohl. Ach du liebes Bisschen, da ist auch noch einer, der mit einem Eispfeil oder Eislanze... Das heißt also, von den Orks da hinten, da ist ein Schamane mit bei. Ein Orkschimm und ein Fisch. Hier gibt es Fische drin. Mhm. Okay, dann werden wir da mal nicht so nah gehen an diesen Ork. Der ist ja echt lustig hier. Ja, okay, das ist Sandstein. Aber auch eine gute Idee, Kork als Textur für Wüste zu benutzen. Weiß nicht, hat das Karim gemacht? Ah, hier ist die komisch große Säule. Warum ist sie so auffällig? Kann ich die irgendwie... Nee, kann ich nicht. Wir sind hier nicht bei einem Weltraumspiel, was da heißt. Wie hieß denn das nochmal, wo man so Säulen abtragen kann? Hier kommt es aufs Timing an. Mensch, wie hieß denn das nochmal? No Man's Sky, richtig. No Man's Sky. So, gibt's hier was? Nein, ich sollte vielleicht mal wieder... Ach, wie lustig. Das ist ja der Canyon voller Geschätze. Ja, das heißt also, hier bist du echt gezwungen, wirklich jeden Winkel abzusuchen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nein. Ein Erzbrocken. Oh. Blitzschlag. Großer Feuerball. Das ist gut. Das ist nämlich gut für da hinten nachher oder später. Oh yeah. Gucken.
Ah, hier kann man rüber. Ach ja, also wirklich klasse. Leute, was ist das ist jetzt? Was ist denn das nochmal für ein Heinz? Das ist ein Rückhund. Was hatte der vor? Ja, also das sieht so aus, dass ich hier nochmal irgendwo rein kann. Und da ich ja... Ah, hier gibt es wieder Sachen. Schwere Wunden heilen. Sprüche sehr viel. Buchenbogen. Mhm. Blitzschlag. Mittlerer Lederbeutel. Blitzschlag. Pfeil. Noch ein Pfeil. Dann gucke ich doch mal gleich, ob ich den Buchenbogen anlegen kann. Weil ich habe ja, bin ja die ganze Zeit hier mit dem hier, mit dem Eschenbogen. Langbogen, Buchenbogen. Ah, da brauche ich Geschick, hier brauche ich auch Geschick. Und mit dem hier brauche ich nur 8 Geschick. Apropos, 50 Lernpunkte. Gibt es denn hier keinen Zauberer? Ach ja. Na, bevor ich da durchgehe, mache ich mal lieber hier den Zauber des Abspeicherns. Ja. Wo komme ich hier raus? Komme ich denn hier an einem... Oh, wünsche mir jetzt einen, der da mit seinem Löwen da steht. Wie in Gothic 3. Oder war das... War das Riesen? War das Riesen oder Gothic 3? Das ist auch wieder sehr jahrelang her, dass ich das gespielt habe, Gothic 3. Und Riesen. Risen. Riesen. Gibt's hier noch was? Oh, ich höre Mäuse angreifen. Kanyonmäuse. Nee, Kanyonratten. Canyon, ich weiß, Canyons. Die sehen irgendwie putzig aus. Kannibalismus. Okay, jetzt sind wir erstmal safe. Dann können wir hier in Ruhe mal hier das Stöckchen schwingen. Das spitze Hackstöckchen. Und was gibt's? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, nicht ziehen. Steintafel des... Was war jetzt dies? Hä? Steintafel des 2. Silberner Ring. Okay, ihr habt das ja gesehen, was ich... Steintafel des 2-Kampfs. Kann ich bestimmt nicht lesen. Da muss man ja noch irgendwie was lesen dürfen können. Ja. Draußen ist es heiß in der Wüste oder im Canyon und hier wird es bestimmt kühler werden. Ja, bis jetzt eigentlich recht entspannend hier. Ui. Wieder so ein paar Crawlerches. Gibt's hier was? Nee, sieht nicht danach aus. Ah, Dunkelpilze. Hä? Bist du schon... Du bist ja schon im Arsch. Im Popo bist du. Die Canyon-Ratte. Okay, dann gehen wir erstmal... Wie eine Ratte an der Wand lang. Aha, da hinten ist eine Truhe mit Schatz drin. So, ja, du bist ja sowas von... Mach hier nicht der Breide hier. Würde der Hesse sagen. So, und wieder so ein... Ach, ist das irre hier. So, Trüchen. Hole ich mal wieder meinen Stift und meinen Zettel und werde dann mal die Truhe knacken versuchen. Hier, hört ihr wahrscheinlich einen Zettel, damit ich weiß, was ich geklickt habe. Okay, fangen wir mal an mit links. Wunderbar. Okay. Aha. Okay. 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 Ja, Fisch und was Lustiges. Mana-Elixier und Gold. Perfekt. Wunderbar. Und da hinten sind Rattingers. Die wir jetzt auch mal dezimieren. Achso, ich dachte, ich hätte die schon. Nicht einstecken hier. Was gibt's denn hier noch? Nur Pilze. Fleisch. Also das ist hier so eine Expeditionsfolge. Expedition im Canyon. Also im Canyon. Ja, wieder. Oh, jede Menge. Jede Menge Truhen. Ja, nachher. Oh, was ist denn da hinten noch?
Okay. Jetzt habe ich aus Versehen die angeklickt. Okay. Okay. Ja. Ach, wunderbar. Oh, geweihtes Wasser. Na, siehst du? Dann können wir doch wen hier weihen. Aber was? Kirchweihe fällt aus wegen Corona. Alles klar. Noch eine Truhe. Schauen wir mal. Oh, Button. Ja, das ist mal ein bisschen länger gewesen. Schwefel und ein bisschen Gold. Truhe, ja. Sonst irgendwas versteckt? Nein. Speichern. Und weiter geht's. Okay, 10 Minuten für den zweiten Bereich. Das heißt, jetzt ein bisschen grüner. Mache ich die mal eben noch weg. Ach nee, ich beende mal hier an dieser Stelle, weil laut meinen Kalkulationen jetzt wieder die halbe Stunde so entweder etwas voll ist oder etwas übervoll oder kurz darunter. Also, liebe Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder da bin für euch und Odyssey im Auftrag des Königs spiele. Klingeling. Macht's gut. Tschüss.